Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt geht's erstmal hier los. Wir müssen nämlich wohin? Und wohin wir müssen, das seht ihr gleich. Selbes Bild, anderer Ort. Guten Morgen. Mahlzeit. Ich wurde hierher gelotst. Das ist nur ein Bruchteil. Das ist nur ein Bruchteil, was hier steht. Ja, wir haben heute Sonderaufgaben. Mhm. Die da wären? Wir drei müssen trinken jetzt erstmal einen Kaffee. Wie jeden Morgen. Anderer Ort. Selbe Leute. Heute auf Rickys Popsofa, Wilfried. Mal wieder. Dann laden wir mal die ganzen Kartons ein. Da sind ganz viele Sachen bei für den Verein, wie Klopapier, Handtuch, Dinger und so. Das müssen wir alles verstauen. Und ganz viele Sachen für Fuscher, ein Dorf, ein Verein, Udo und Wilke, Gewinnspiele. Das müssen wir alles sortieren. Fuscher kann bei dir ins Auto nachher schon, glaube ich. Möchtest du dich mit deiner Kamera auf den Königsplatz setzen? Oder? Darf man das oder braucht man da eine schriftliche Erlaubnis? Eine dreifache Ausführung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Und zwei große stehen noch im Flur. Da stehen noch mehr im Flur. Ja, hat er auch alles schon ausgepackt. Das haben wir gestern ausgepackt. Ja, und Kartons habe ich gerade entsorgt, habe die alles wieder liegen gelassen. Er. Haben wir ausgepackt, hat er liegen gelassen dann. Wir ausgepackt, sagst du. Ich war dabei. Oh, aber aufräumen, das kann der nicht. Was sollst du denn da drin noch großartig aufräumen? Man kann die Pappe zerreißen in die Mülltonne. Ja, das ist richtig, ja. Also bitte. Wilfried, stell mir vor, das wären die letzten Gesichter, die du sehen würdest. Ja, und? Ich hab Pech gehabt. Ja, dann hast du wirklich Pech gehabt. Ja. Mhm. Kauf ich mal eine neue Hose. Ja, die ist kaputt, ich weiß. Reicht ja für den Sportplatz. Ja. Siehste. Dann gibt es nix. Boah, Alter, es ist ja gar nicht so leicht. Das ist denn die Klein, aber. Wieso denn die Klein? Das ist leer, denke ich. Ja. So siehst du nichts. Weil die Kartons zu hoch sind. Geht's? Ja, wenn ihr irgendwo gegenfahrt, lecker. Das stellt das jemand hier mal guckt, genau rein. Oh, wer parkt denn hier mit seinen Fahrrädern im Weg? Meins. Oh, kann ich das? Klar, komm. Klar, wie klopft du? Ups. Oh ja, da kommt noch was, da kommt noch was. Da kommt noch was, da ist noch was. Immer wieder laufe ich dagegen. Immer wieder. Jedes Mal. Mann! Boah. Sitzen wir alle vorne. Ich darf nicht vergessen. Fahrräder stehen lassen erstmal, oder? Ich habe Fahrrad. Du kannst ja mit wir fahren doch noch tanken. Du kannst ja mit. Ja, und dann ist mein Fahrrad alleine hier. Na, fahr doch mit Fahrrad. Ich denke mal, tanken kriege ich alleine hin. Ja? Mhm. Dann muss ich dir das Geld nachher bar von Udo geben. Habe ich zu Hause. Jetzt werden tanken. Dann muss ich kurz nach Hause. Und du musst kurz nach Hause? Ja, ich muss irgendwie den Hund runterlassen. Ach so. Ja gut, dann machen wir das so. Sonst wären wir mitgekommen. Benzin? Ja. Benzin. Gut, dann bis gleich. Dann treffen wir uns am Platz, oder was? Ne? Ups, mitten im Video. Voll vergessen. Ihr könnt immer noch diese Woche zwei So steht Feld Überraschungspakete gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, schreibt in die Kommentare, welches euer bestes Hausmittel gegen Erkältungen ist. Egal inwiefern, warme Getränke oder andere Hausmittelchen. Abonniert den Kanal, lasst ein Gefällt mir da und jetzt geht's weiter. Bis gleich. Ja. Jo, na dann.
zur Tanke. Fertig. Kleinen Unfall mit der Kamera gehabt, aber naja, ist ein Actioncam, die muss das aushalten. So, dann geht's jetzt zum Sportplatz. Ne? Da sind wir. Okay. Peace, Bruder. Na dann, Abfahrt. So, Wilfried, sag mal an, willst du da reingucken und dann eine Ordnung schaffen oder was? Kann das sein, dass da gerade ein paar Eicheln runterfallen da hinten? Boah, vorhin auf der Fahrt, Alter. Das hat sich angehört, ob da so ein Kilo Eichel runterkam. Kilo Eichel? Alter. Hat sich richtig böse angehört. Willst du reinschauen und gucken, wie wir Aufteilung tun? Ja, das muss alles in Ordnung. Ja, aber reingucken. Das muss man ordentlich gucken hier, ne? Eine oben abliegen. So, meins auch. Diese Verpackung hier packe ich dir ins Auto, ja? Nein. Hä? Welche Verpackung? Die. Du weißt wofür. Ja, aber Rückblick bitte. Ja. Ja. Was? Hängt hier im Kopf gutes Stativ ein, was ziemlich hoch ist? Ja. Sag dir nicht. So. Was war das jetzt alles? Toilettenpapier und Handtuchpapier. So, ich pack das einmal alles aus, ne? Und dann musst du einmal gucken, wo was hin soll, Wilke. Was ist das? Snackmaker. Ein Snackmaker. Mini-Donutmaker. Da muss ich ja bestimmt wieder ran. Ein kleiner Multigrill. Pizzamesser. Ne, das waren zwei Teile. Oder haben wir das aus Versehen liegen lassen? Nee. Doch, da war ein Teil mehr. Ja. Ja. Bulliko. Oder im Flur liegen lassen. Ach, warte mal. Warte mal. Das, genau. Das gehört irgendwie, irgendwas hier zusammen. Das kommt hier besser noch. Das gehört zusammen. Was ist denn hier los? Handypause? Mhm. Wir warten auf die Sortierung, dass wir das weiter bearbeiten können. Ach so. Und du? Willst du mir dazwischen vielleicht noch irgendwas zeigen? Ich dachte, du wolltest ein neues Foto reinmachen. Wer wollte ein neues Foto reinmachen? Team. Das ist doch eine ganz andere App. Damit habe ich doch nichts am Hut. Nee. Das müsst ihr machen. Nicht ich. In der Team-App bin ich doch gar nicht drin. Fußball.de, Hase. Ja, kann ich dir gerne schicken. So, ja, dann kann ich noch jemanden da hinzufügen. Oder vielleicht auch mehrere hinzufügen. Mal sehen. Richtig. Willst du mir noch irgendwas zeigen? Was möchtest du? Was du mir eben gezeigt hast. Junge, hast du so ein Kurzzeitgedächtnis? Ja, auch. Was hast du mir denn vor 2 Minuten gezeigt? Schuhe. Was hast du mir vor 3 Minuten gezeigt? Alter. Ist das dein Ernst? Gezeigt und angehört. Ach Gott. Sag das doch. Ja, ich habe dir erstens erzählt, der Sand ist jetzt da fürs nächste Massaker. Und dann gab es so eine kleine Schwierigkeit. Wir haben ja im Video gesagt, mit den tollen Wichtelgeschenken für Udo mindestens 500 Pakete. Udo guckt die Videos eh nicht. So. Und dann hat Udo jetzt mal so ein Foto geschickt. Mhm. Habe ich nur gesagt, das wird super. Und. Ich sag dir nur so viel, Tom. Ich hau dir jede einzelne Wichtelgeschenk, hau dir um die Ohren. Jede einzelne. Und die Möpfel, die schiebe ich dir so in den dass ich auf den Nagel noch wieder aufkomme. Also das Battle kann beginnen. Udo hat bestimmt einen Tipp bekommen, 100%. Meinst du? Ja. Also liebe Leute, helft Wilfried, Sven und mir, den Kampf gegen Udo anzutreten mit den Mettwürsten. Sven, blendest du nochmal bitte die Adresse. Da war bestimmt in der Team Udo und meinst hat da du? Udo was versteckt. Ja, ja, ja. Du, bestimmt. Du, du. Du, du, du. Achso, ja. Wisst ihr, was wir in der Zeit noch machen können? Nee. Mal hinten zur Werkstatt ein paar Kabelbinder holen und den ollen Banner da vorne festmachen. Ja, das ist wieder in der Lose. Dann können wir eben schnell bannen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Los. Wilke muss jetzt noch gucken, was hier wohin soll. Ja, vielleicht steht er noch morgen hier.
Ich bin morgen auch noch. Aber es steht schon mal hier. Ja, dann los. Ja, lass uns go. Danke fürs Gespräch. Ja, bitte. Zum Glück habe ich das jetzt nicht gefilmt. Hä? Zum Glück habe ich das jetzt nicht gefilmt. Wollen wir das mal erzählen? Nein, wollen wir nicht. Oh, hier, Trecker-Aktion haben wir auch noch. Ja. Oh. Mal gucken, ob der Udo noch eine Einweisung gibt nach dem Ding. Ja, irgendwie, irgendwie kriegen wir Teile schon an. Das frage ich Timo, der weiß auch, wie das Ding angeht. So, abgelenkt. Jetzt müssen wir suchen, Sven. Also hier sind normale Kabelbinder. Bringt nichts. Und hier sind die auf die Metall. Ja, die brauchen wir schon mal. Hier sind sie. Dann brauchen wir, ich weiß nicht mehr, wo das hingekommen ist, wurde aber alles an eine Stelle gelegt. Jetzt kommt es nämlich. Was? Das? Wir haben ja diese Ösenzange bekommen. Jo. Und lass vorsichtshalber drei so eine Ösen mitnehmen. Hier ist die Zange. Mhm. Irgendwo gibt es jetzt ein Fach, wo wir diese Ösen gelagert haben, dass sie nicht durch die Gegend fliegen. Mhm. Aber frag mich nicht, wo. Das ist ja schade jetzt, ne? Das ist das nämlich. Jetzt haben wir die Zange, aber nicht die Ösen. Wilfried, in welches Fach hatten wir das reingepackt mit der Zange? Die Ösen waren aber auch, glaube ich, irgendwo. Ja, die haben wir in eine so eine Backe gepackt. Ja, bist du ganz sicher? Ja. Damit die nicht in der Tasche rumfliegen. Oh, oh. Das war nur ein Teil. Nee, hier ist gerade bei mir am Fuß noch eins vorbeigeflitzt. Das sollten wir finden. Das war hier von Udos Farbwaren. Oh. Ja, deswegen oh. Ich weiß auch nicht, wie es ausgesehen hat. Ne? Ja, ne, dunkel. Ah, hier, ich hab's. Hast du? Denke ich. Ja, ja, das ist eine Düse, hier. Ja. Ah, sicher. Das wäre gewesen, wenn die weg gewesen wäre. Dann hätten wir ja Stress bekommen. Wo sind die Ösen? Torben, weiß ich doch nicht. Das kommt, wenn man 100 Mal umpackt, hier, aufräumt hier. So ist es. Wer sucht, der findet. Ja, müssen wir gucken. Hoffen, ja, so lange müssen wir suchen, wir suchen, wir suchen. Ja, so lange. Lass mich da nochmal vorbei, ob das da hinten nicht liegt irgendwo. Ja, ansonsten müssen wir hoffen, dass die Ösen nicht rausgerissen sind und nur die Kabelbinder. Ja. Eine Ewigkeit später. Wer sucht, der findet. Hier, Wilfried. Hast du? Ja. Sind auch beide Seiten drin? Ja. Das ist die andere Seite. Alles Klärchen werden. Wer sucht, wer findet. So. Hau. Darf ich dieses weiche Stück Stoff auf deine Motorhaube legen? Nee. Nee? Nee, gerade so. Wenn da ein Kratzer ist, ne? Verein. Oh, mein Freund. Soll ich dazu irgendwas sagen? Hallo. Hallo, liebe Lieben. Danke. Danke, Anke. Warum habe ich das eigentlich mit den Fernsehsendungen so im Moment? Das ist echt so nicht. Vielleicht hast du viel Freizeit und guckst so viel Fernsehen. Nee, ungelogen. Ich sehe nichts. Sonne blendet. Die letzten Tage war ich abends ja immer unterwegs. Manta oder Training oder was weiß ich nicht. Ne? Ich habe abends, ich glaube seit 3 Wochen oder so, kein Fernsehen mehr geguckt. Ich hab seit den Hunden, Bett, bisschen TikTok. Ich hab seit mehreren Jahren kein Fernsehen mehr geguckt. Nee? Nee, ich hab nicht mal einen Kabelanschluss. Nee, Kabelanschluss habe ich auch nicht. Braucht man ja heutzutage nicht mehr. Nee, Internet-TT. Internet-TV. Jetzt bräuchte ich Wilfried. Wieso das denn? Weil ich festhalten muss und ziehen muss. Jo. Ich mach nochmal anderweitig. Ein bisschen befestigen, dann geht's vielleicht einfacher. Aber das sieht wieder aus, Sven. Warten. Dass das nicht der Wind war. Na, ich hab doch gesagt, eigentlich müssten hier hinter noch irgendwelche Bannen oder irgendwas anderes, was stabil ist, wo man sich dann halt auch offiziell gegenlehnen kann. Oder ist es mutwillig, dass die abgeschnitten wurden, ne? Das denke ich mal nicht. Weißt du also nicht? Ich denke wirklich, wenn man sich dagegen lehnt, dann reißt es recht schnell. Ja. Aber nicht mit den Metalldingern. Nö, da reißen dann eher die Banner. Na, wollt ihr euch die Kamera mal ablegen und ihr helfen? Alles gut. Aber hier wäre auch wieder so ein Projekt, ne?
Einmal komplett abschleifen, neu lackieren. Weil du siehst da hier direkt beim Banner, dass da der Rost sich breit macht. Müssen wir mal gucken, ne? Einmal wegflexen und neue Farbe drauf. Was ist das denn hier? Das ging nicht besser. Ja, doch, du hättest den einfach hier hin machen müssen. Ja, der Kneifer, der hat auch schon mal bessere Tage gesehen, ne? Ja. So, was hast du hier noch so entdeckt? Hier war auch zwei, drei Lose. Ist auch so auf halb acht hier. Ja. Ah, ich habe jetzt eine Methode entdeckt, die Zange brauchst du nicht mehr, knickt das jetzt einfach ab. Echt? Geht schneller. Ja. Ja, das ist bestimmt passiert, wofür die Tüte runter. Oder auch nicht. Was machst du denn jetzt? Boah, Sven. Herrlich. Wir alten Männer, wa? Wilfried hat die Bestimmung runtergeschubst. Ja. War absichtlich. Gib's doch zu. Guck, schmeißt es auch einfach so. Ich könnte mich jetzt so hinlegen, das ist einfacher. Warum passiert uns sowas immer? Die lagen vorhin auf dem Boden, dann habe ich die wieder darauf gepackt. Ja, hast die Tüte nicht zugemacht. Nö, da habe ich gar nicht gesehen, dass die Tüte offen war. Gut, oder? Ja. Hier für dich. Danke. Mach doch hier dieses Zupfspiel. Das würde zu lange dauern. Ja. Wo willst du denn hin? Das Essen. Ja, dann guten Appetit und wir sehen uns dann irgendwann. Ja. Tschüss. Und du so? Ich bring die Sachen jetzt mit dir weg. Kommst du bestimmt wieder mit. Haben wir ein Leerrohr hier? Nee. Schade. Hätten wir das machen können. Vorne ein Pfad. Das ist zu viel. Also ich habe noch eine Stunde. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich Zeit habe. Siehst du? Ich habe noch eine Stunde. Also hast du nun auch noch eine Stunde. Schwarzer Sand verteilen und sauber machen. Das dauert länger als eine Stunde. Parkplatzgeländer schleifen. Das dauert auch länger als eine Stunde. Ausflug leer Altstadt. Ja, das dauert auch länger als eine Stunde. Hauptplatz und Trainingsplatz Blätter plus Eicheln. Ja, fürs Heimspiel, ja. Gestern schon mit angefangen. Mähroboter hinten, Kabel, Leerrohr und Eingraben. Ja. Banden dazwischen verstärken. Ja. Ja, das war's. Mehr habe ich nicht aufgeschrieben? Nö. Ich weiß nicht, wann Wilke los will, das ist das Problem. Wir können mal hinten gehen und gucken. Ja, von gucken kommen wir auch nicht weiter. Ja, schauen. Cool. So, das muss man überlegen. Was ist denn eigentlich mit dieser kaputten Bande da auf dem Hauptplatz? Ja, das ist Udo und Wilke. Wie? Zu mir da sagt, wir sollen das mal machen? Nee. Jetzt nicht mehr? Die will er ausflexen. Ja. Die soll weg. Dass dann so sagt, die Trainersitze gegenüberkommen, dass da auch so eine Freifläche ist. Korrekt. Mhm. Und? Morgen soll der erste Sturm kommen. Was denkst du? Ich denke. Ob das Dach hält? Nein. Danke. Wenn da richtig so ein Orkan kommt. Und das hier so hochhängt. Und das ist ja wirklich nur Plastik. Jo. Dann könnte das passieren, dass das Ding wegfliegt. Denke ich mal. Ist ja nicht böse gemeint, aber. Nö, einfach mal, wie gesagt, testen. Und wenn es nicht hält, einfach irgendwelche grobe Bretter nehmen, Rahmen bauen, raufgehauen, fertig. Verstehst du? Die Bretter musst du ja auch dann noch zur Not mit Dachpappe benageln. Das krieg ich auch noch hin. Wenn es regnet. Ansonsten können wir die Überreste vom Dehndach, was da übrig bleibt, oben raufkleben. Das würde auch gehen, ja. Aber ich glaube, das wird irgendwo weiter weg liegen. Ja, wir schauen mal. Weil das ist ja oben windiger als unten, ne? Ja. Ja, ich habe schon in den Kommentaren gelesen, wo ich das in dem Video von gestern gezeigt habe, dass auch schon einer sagt, er hat das gleiche gekauft und diese Pappe, nicht diese Pappe, sondern dieses Hartplastik. Plexiglas, was das da ist, ja. Soll wohl nicht so gut sein. Da hat er sich anderes Material geholt, der Rahmen soll wohl gut sein, aber das in der Mitte soll wohl, ja, ne? Schund sein. Aber wir schauen einfach mal. Morgen ist Donnerstag, ne? Si, Senor. Dann sollten wir morgen anfangen, vorne den Eingang sauber zu machen. Mhm. Auch mit dem Schubkarre, Besen, Sense. Haben wir keinen Sprit für die Sense. Hm?
Wieso? Na, das ist ja Mischung. Ach so. Du hast nur Normalgold, da gehört ja dann noch so ein Fläschchen rein. Jo. So. Weil die Kantbordsteine und so, das kann man ja mit dem Band dann so wegsensen. Dann muss noch irgendjemand hier so eine Mischfläschchen holen. Ja. Bis jo. Samstag ist wieder hier Chaos und ich werde Samstagmorgen nicht hier sein, du. Ausnahmsweise mal nicht. Na, ich brauche in der Woche auch noch irgendeinen Tag frei, dass ich erstmal alles abschneiden, fertig schneiden kann. Ich überlege gerade. Ich weiß ja nicht, wann ich los muss. Wir können jetzt nicht irgendwas anfangen und dann muss ich los. Das ist das Problem. Das ist nicht neu, wenn wir hier ein Projekt anfangen und das nicht zu Ende gemacht wird. Also von daher. Bei uns nicht so. Bei uns nicht so, aber das würde hier nicht auffallen. Sagen wir mal so. Bei uns was ist nicht. Denn da mit der Bank passiert? Ich habe, glaube ich, ein Projekt gefunden, was wir halt schnell machen können. Was ist denn los, mein kleiner Freund? Die Bank ist kaputt. Und wie? Die ist nicht kaputt. Wie, die ist nicht kaputt? Die ist nicht kaputt. Plastik kaputt. Das war das Thema, wo eine Schraube vergessen wurde. Das ist nichts Neues. Dann wird da jetzt eine Schraube durchgeballert. Und wir können ruhig mal die Bänke hier einsammeln, die immer noch schon seit Sonntag hier stehen. Ja. Weil sonst sind die komplett durch. Was zur Hölle versuchst du da? Höchstens so lang wie mein kleiner Finger. Ja, wir können da verschiedene Größen jetzt mitnehmen, holen Unterlegschrauben. Ja, das ist ja schon mal ein Maß. Ja, schön. Und jetzt holst du die Bank, ich nehme die anderen mit, dass die hier weg sind. Das ist ja schon. Ja, ja, kleinen Fingermaß. Gut. Ja, man muss sich ja irgendwo, wenn man keinen Gliedermaßstab mit hat, ne? Sammelsorium-Kiste hier. Junge, das ist aber. Perfekt. Das Riesenteil? Ich weiß nicht, ob die durchs Loch passt, ja. Man muss ja halten. Kann ich die mitnehmen? Ist ein bisschen schmaler. Ja, nimm doch verschiedene Größen mit, dann testen wir und Abfahrt. Ja, entspannen Sie sich doch mal. Was hast du denn? Ich suche ein Bild, der passt. Ja, was ist daran so schwer? Und passt alles, ne? Hab ich. Oh. Hm? Sehe ich jetzt gerade. Was ist passiert? Also wir müssten die vielleicht einen Ticken versetzen oder den Kumpel hier rausholen. Den Ticken versetzen ist gut. Hast du? Ich hoffe. Guck mal, wir beide so. Das wird immer hier professioneller. Wow. Junge, wir haben jetzt eine Schraube in der Bank gedreht. Ja, eine Schraube mitgenommen, ein Bit, es passt. So. Ja, das hat schon viel zu sagen. Und? Da ist nichts durch. Ja, das top. War... Klein Fingermaß. Ausgemessen. Ja. Ah, Profi, sag ich. Profi. Oh, hier, nimm mal. Warte nur. Ich nehm schon mal hier was mit. Ach so, ja, stimmt. So. Kann auch mal weg hier. Steigst du da hinter dir her? Hä? Mach mal eine Karre mit. Ah, das geht so, das geht so. So, der Bit kommt wieder. Wo kommt er denn hin? Ah, hier. Nee, doch. Der Bit kommt wieder dahin, wo er hingehört. So, zu. Hier auch. Und so. Ja, jo. Haben wir heute richtig viel geleistet. Wir kommen ein paar Kleinigkeiten weg und so. Ja. 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 Na gut. Schön. Das ist so. Großartig anfangen zu mähen braucht man noch nicht. Heute ist Mittwoch, Samstag ist das Spiel. Dann liegt ja wieder alles voll. Also reisen wir morgen ab. Ja. Gut. Dann kannst du mal mitkommen. Ich zeig dir das, was ich meinte. Das hier, dass wir hier einmal den Gehweg frei machen. Also den Bordstein. Das ist hier einmal wieder vernünftig, ist die Einfahrt. Die können wir schon einmal rüber mähen. Wurde auch lange nicht mehr gemacht, siehst du ja. Dass wir hier einmal den Eingangsbereich sauber kriegen. Diese Dinger hier. Ja. Finde ich hier nicht gut, dass sie hier stehen. Du siehst, wie es hier rumweht. Da müsste man eigentlich mal was anderes finden. Ja, würden die ordentlich behandelt werden und wären die Kappen da drauf und wäre da ordentlich Wasser drin, dann würden die auch nicht stehen. Ja. Weil die habe ich hergebracht und die habe ich bezahlt. Richtig, deswegen ja. Ne? Aber hattest du da mal Wasser reingemacht? Ja, natürlich. Wo ist denn das Wasser hin? Ja, wahrscheinlich, dass irgendeiner die hierher geschleppt hat und dann, oh, da fehlt ein Deckel, ja, egal. Ja, man muss halt mal gucken, wenn man vielleicht wirklich die Stange da reinkriegt, morgen noch mit,
und den Eingangsbereich ein bisschen anders macht, dass man die gelben Stangen spart und dann die gelben hier mit hinnimmt. Die sind natürlich ein bisschen stabiler, ne? Ja, okay. Also schauen wir morgen. Lange Räder, kurzer Sinn und so. Schauen wir morgen. Machen wir morgen. So, ja. Tschüss.